dann muss ja jemand anderes, sozusagen muss die Maschine erkennen, dass diese Angaben SAP-Module sind auf der anderen Seite. Oder ein anderes Beispiel, wenn jemand sagt, er möchte gern vom Bewerber EDV-Kenntnisse, dann heißt das was völlig anders bei einem Lagerlogistiker als bei einem Assistenten oder was, einem Büroassistenten und so weiter. Das heißt, oder ähnliche Begriffe, die Maschine wird auch sozusagen so, wie wir es kennen, sagen, kennen wir nicht, meinten Sie das oder jenes und aufgrund des Klickverhaltens sozusagen laufend neue Begrifflichkeiten kennen. Oder es ist auch vorgesehen, dass die Maschine sich sozusagen anschaut und sagt, Kunden wie Sie fanden üblicherweise auch Jobs in folgenden Berufen oder solche Vorschläge. Es gibt einfach halt neue Technologien, die ermöglichen, möglicherweise mehr Treffer zu finden. Ich will jetzt nicht sagen, um wie viel wir unser IT-Budget des nächsten Jahres aufgestockt haben, weil letztlich es ja auch Verhandlungen mit unserem IT-Dienstleister sind und Preisangemessenheit, aber wir haben es aufgestockt bekommen, um das möglich zu machen, das Projekt. Frau Philipps, bitte. Ich darf da vielleicht nochmal nachhaken, ich wollte nochmal zum ganz allgemeinen Budget nachfragen. Gibt es da Forderungen sozusagen für die Zukunft, dass das Budget erhöht werden muss, jetzt in Zeiten von irgendwie Steuerreform betrifft sich dann nicht direkt, aber so in Zeiten von manchen, wo man Geld zusammenkriegen kann, um vielleicht irgendwie andere Bereiche zu entlasten. Also gibt es da konkrete Forderungen, die Sie an die Regierung haben, dass jetzt 2016 vielleicht doch wieder Budget erhöht wird oder gibt es sozusagen ein Minimalbudget, das Sie brauchen? Es gibt eine Budgetphase. Sie wissen ja, die Budgetplanung ist ja mittelfristig längerfristig. Es gibt einen mittelfristigen Budgetpfad und an dem haben wir uns zu orientieren. Das ist gesetzlicher Auftrag. Das Arbeitsmarktservice muss sich orientieren am im Bundesfinanzrahmengesetz festgelegten Budgetpfad. Wir können höchstens sagen, und da haben wir auch keine Forderungen zu stellen, an die Regierung ist ja überhaupt nicht unsere Art. Wir sind ja kein politischer Kampfverband, sondern Manager einer regierungsnahen Einrichtung. Das ist noch unsere Aufgabe. Was wir wohl machen, ist, dass wir darauf aufmerksam machen, dass wir Zusatznutzen stiften können, wenn wir zusätzliche Ressourcen bekommen. Aber es ist prinzipiell Aufgabe und Kompetenz der Eigentümer, und der wichtigste Eigentümer ist die Republik Österreich, zu entscheiden, welche Ziele mit welchen Mitteln wir anstreben sollen. Darf ich da noch einen Satz dazu sagen? Ich sage Ihnen nur ein Beispiel, wie wir das tun. Wir starten im nächsten Jahr, Anfang des Jahres, in zwei regionalen Geschäftsstellen einen Piloten, der heißt, wir werden schauen, dass wir in der jeweiligen Geschäftsstelle deutlich mehr Personal einsetzen. Und wollen einfach auf die Effekte auf die Auszahlung des Arbeitslosengeldes schauen. Weil wir der Meinung sind, das könnte sich durchaus rechnen, dass wir Leute besser betreuen, intensiver, ihnen mehr helfen und so weiter. Und diese, wenn wir diese Zahlen haben, die haben wir dann in einem Jahr, sozusagen am Ende des Pilotens werden wir der Regierung sagen, das kostet so viel und das bringt so viel. So, das ist unsere Methode, mit der wir Einfluss nehmen, aber nicht stehen auf und verlangen. Entschuldigung, Erich Brenner. Job-App eine Frage. Sie sind ja dadurch, beziehungsweise werden ja dadurch als Ziel auch von Ihnen formuliert, die größte Jobplattform Österreichs. Sind wir schon. Ja, mit der Job-App ist auch mobil. Jawohl. Haben Sie irgendeine eine Zielaufteilung zwischen Ihren Stammkunden, sprich den bereits Arbeitslosen, und zwischen jenen, die noch in Arbeit sind und wie bei jeder anderen Jobplattform halt dort hineinschauen? Das heißt, wie wird die Aufteilung dann werden? Wenn man ganz ehrlich ist, es gibt das Vorurteil, beim AMS gibt es ja eh keine gescheiten Stellen. So, das hört man immer wieder. Vor allem von qualifizierten Bewerberinnen und Bewerbern. Das ist auch tatsächlich wahr, dass wir unseren Einschaltgrad im Bereich der niedrig qualifizierten Stellen von mehr als 60% haben und im Bereich etwa von Akademikerinnen und Akademikern von unter 10%. Also jetzt die ORF-Personalstelle. Die ist bei den unter 10% dabei. Aber das war wirklich ein Zufall. Ich bin vorher in einem Ausschuss gesessen und habe gedacht, ich probiere mal ORF aus und da gab es dann diese Stellen sozusagen. Ich habe nicht gestern beim ORF angerufen und gemeint, Sie sollen doch bitte die Stellen. Eine Posten. Und warum ist denn das so? Das hat natürlich auch mit dem Potenzial an vorgemerkten Kundinnen und Kunden zu tun. Die Hälfte unserer Kundinnen und Kunden hat nur Pflichtschule. Und das heißt, wir konzentrieren uns sehr stark auf die niedrig qualifizierten Stellen. Das führt aber dazu, und das ist das letztlich auch ein Image-Thema, weil Meinung wird in diesem Land letztlich auch von höher Qualifizierten gemacht,
Das führt aber auch dazu, dass wenn dann einmal doch jemand qualifizierter arbeitslos wird, und das kommt ja auch vor, also mir passiert das gelegentlich, dass mir ein Bekannter sagt, Herr, die war arbeitslos, aber das AMS hat gar nichts für mich getan. Und dann sage ich, wie, hast du kein Geld gekriegt? Oh ja, das schon. Sage ich, ja und? Ja, aber Job habe ich mir selber suchen müssen. Und die Antwort ist dann von mir, das war Absicht. Weil wir tatsächlich unsere Personalressourcen sehr stark auf jene konzentrieren, die unsere Hilfe brauchen und die nicht ein hohes Selbsthilfepotenzial haben. Das ist schwierig, weil auch diese Menschen Arbeitslosenbeiträge zahlen und auch eine Dienstleistung vom AMS wollen. Unsere Methode ist, wir glauben, dass wir, wenn es uns gelingt, die beste Jobplattform Europas zu entwickeln, dass die so attraktiv ist, dass sie auch für veränderungswillige Beschäftigte attraktiv ist. Leute, die einen Job haben und einen anderen suchen. Weil sehr, sehr gute Stellen werden in der Regel mit Jobwechseln besetzt und nicht mit zuvor Arbeitslosen.